Warst du schon mal in den Katakomben? Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt, aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches, weißt du? Du meinst die dicke Mama? Wer könnte das sein? Wow, sind unsere Jungs schnell. Nicht so, ich glaube, dass unsere Jungs sind. Straßensperre! Das ist ein altes. Kenn diese Stimme. Scheiße, ich komm nicht drauf. Moment mal. Könnte es Lesnitsky sein? Für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit. Nein! Bewegung! So, na super. Sieht eher aus wie eine P90 eigentlich. Hier die Knarre. Filter, Filter, Filter. Gebt mir Filter. So, was haben wir noch dabei? Ganz normal, ganz normal. Oh, nur 4 Patronen. Okay. So, keiner hinter der Türe. Haben wir hier Blut? So, die sind hinüber. Das waren die Roten. Die Verräter. Unsere Uniformen. Die arme Anna. Sieh die Michaela runter. Da ist ein Eingang zu den Katakomben. Führt zu Otjabryskaya. Sie kehren dahin. Böser Ort. Anna. Okay, böser Ort. Ja, die Katakomben oder hier der Ort aus Konosbraskaya oder so. Ich kann ja nicht aussprechen, also sorry, wenn ich jetzt irgendwas total falsch gesagt habe. Irgendwie so in die Richtung. Oh, Pumpenmunition. Ich frage mich, wenn ich jetzt in die Katakomben gehe, ob da irgend so ein Ort kommt, wo wir halt Filter brauchen. Guck mal, da sind schon die Ratten. Wie schnell die sind. Aber halt. Möchte denn jemand laufen? Hallo? Ist da ein Schwarzer oder was war das? Was zur Hölle macht da so? Ich mag das irgendwie. Spinnweben abbrennen. So, hier noch einmal. So, ist jetzt hier auch wieder ein bisschen dunkel, aber ich wäre natürlich auch hier eigentlich auch ja nicht gesehen werden. Von was auch immer. So. Alter, was macht ihr so? Oh nee, die Leiche ist verschwunden. Alter, bin ich jetzt doof?
Wow. Was zur Hölle? Schon irgendwie ein bisschen komischer, wenn die Leichen oder nee, oder halt die Leute hier auftauchen, dann plötzlich wieder immer wenn ich nach links schaue, taucht der auf. Aber wenn ich in die Richtung schaue, ist er nicht da. Oh, das war die falsche Tasche. Wollt ihr so machen? Ja. Oh, jetzt brennt der. Steht genau da, wo es brennt. So, Schluss mit Lustig, wir gehen weiter. Aber doch irgendwie seltsam, oder? Vor allem das da. Ii. War irgendwie gerade eklig. Ja, hallo? Jemand da? So, gehen wir nach oben oder nach unten? Wir gehen natürlich noch weiter runter. Ich fühle mich gerade ein bisschen gefangen. Was ist das für ein Tunnel hier? Was macht hier so Geräusche, Alter? Das war natürlich klar. Moment. Moment. Aber das kostet ja Munition. Alter, sind ein paar. So, geht's noch weiter runter oder zeugen wir gerade nur so ein bisschen? Alter, ich kann die gar nicht mehr. Oh. Nein. Und runter mit dir. Fuck. Zurzeit passiert einfach zu viel Geballer. Also, will ich jetzt nicht negativ reden, aber ich habe halt kaum mehr Munition, ey. Ja, da geht's ein bisschen runter. Und die Viecher springen hier noch rum. Wo zur Hölle sind wir? Ich weiß es echt nicht. Alter, die ballern hier. Ich habe Schüsse gehört, das könnte ja irgendwie auch gut sein. Selbst wenn es Feinde sind, aber das ist schon mal menschlich. So, die haben mich noch gar nicht gesehen. So, ja, renn durchs Feuer, ist okay. Ist natürlich vollkommen letztes Magazin, okay. Ich trau mich nicht mehr ins Wasser, hey. Luftmesser. Bisschen Munition. Oh, hier haben die geschossen. Okay, und nun leben da noch welche? Also von den Menschen.
Alter, diese Geräusche, hey. Das heißt direkt in der Höhle von denen, oder? Alter. Hier liegt noch mal einer. Und hier jumpen sie rum. Das sind ein paar, viele. Oh, aber der liegt schon länger. Okay, was war das schon wieder? Hier das Aufblitzen. Wir müssen nach links. Ich wollte noch ein bisschen mal gucken. Viel erkannt habe ich jetzt aber auch nicht. Oh, ich verstecke mich hier hinten. Und warte, bis alles vorbei ist. Wo sind die ganzen großen Viecher hin? Okay. Muss ich jetzt darüber? Natürlich muss ich darüber. Ich hab schon gedacht, wir können vielleicht an dem vorbei. Na? Was ist denn das immer? So, wir sind in dem Fall voll, was wir hier haben. So, der hat nichts weiteres dabei. Moment. Was macht er so komisch? Warum kann ich hier meine Lampe nicht benutzen? Für irgendwelche Stimmen. Zum Glück ist er schon tot, hey. So viel Spinnen hätte ich nicht gerne an meinem Körper. Zumindest solange ich lebe. Da wie viele hier sind. Pfeile? Für was? Haben wir noch eine Armbrust oder so? So, jetzt sind wir, glaube ich, da, wo ich mal reingeschaut habe. Oder in die Richtung geschaut habe. So, schon wieder hier. Das komische Gekriegsel. Keine Ahnung. Hä, ist eines verschwunden oder? Bin ich falsch? Der ist schon jetzt abgehauen, oder? Nee, ah. Ich war noch ein bisschen falsch. Der ist hier eigentlich ganz schön brav. Ich weiß es halt nicht. Ich könnte an dem vorbeischleichen. Ich will es hier nicht ballern, nicht, dass hier noch mehr kommen. Einmal hier erfolgreich schleichen. Und das in der Höhle, wo die ganzen Viecher sind. Jetzt verkacke ich es hier und dann kommt von hinten einer auch noch. Deshalb laufe ich hier nicht durch die Mitte, sondern einmal ein bisschen außen rum. Das hört sich gar nicht gut an. Ach, komm, Mann. Euer Ernst? So, dafür ist halt hier die vierläufige richtig genial. Hat ordentlich Bums. Und ich nur noch zwei Patronen. Falsche Munition. Oha. Eine Minigun.
Ja, hier kriege ich noch Dings, Munition. Auch ganz cool, aber... Ah ne, die Shippon-Gun-Minigun oder so. Ne, da behalte ich glaube lieber meine. So, gedrückt halten. So, ich denke, wenn ich das loslasse, fällt es wieder runter. Ne, doch nicht. Bleibt sogar. Na, Fledermäuse. Ganz schön viele, hey. Okay, da unten geht's ab. Steht da einer oben? Oder sieht es nur so aus? Ich hab schon verdammt wenig Munition. Da darf nicht mehr viel kommen. Deshalb jetzt wirklich mal Konzentration und Schleichen, wenn es geht. Aber das hört sich mal wieder gar nicht gut an. Was ich da unten höre. Na toll, da ist einer. Super. Am Knabbern, da wollte ich hin. Mit der Hoffnung auf Munition. Und da erschrick mich halt. Alter, war das gerade nicht. Was sind das für Viecher? Was machen die mit mir? Hallo? Hallo? Wo ist denn das? Kannst du mal stehen bleiben? Das blöde Viech. Langsam habe ich wirklich ein Problem. Ein richtig großes Problem. So, alles gründlich absuchen. Der hat noch so Leben. Brauche ich aber nicht. Bis jetzt noch nicht. Vielleicht will es langsam in eine Stadt oder so. Munition kaufen. Das ist schon verdammt eng. Hier haben wir nur so ein paar Schüsse. Verschiele ich noch schön. Dann sind es noch weniger. Das hört sich wieder sehr munitionsfreundlich an. Die kommen hier natürlich hoch, gell? Natürlich! Muni leer! So, leg dich hin. Macht er noch so einen komischen Freudentanz? Oh fuck. Warum hört die Musik nicht auf? Ist wohl noch einer da. So, folge den Katakomben Richtung Oktyabrskaya. Wo müsste noch einer sein? So, ich gehe mal runter. Sie verdammt groß an, hey. Oh shit, Mann. Fuck. Leute. Leer. 8 Schuss, oh je. Ich kann nicht mehr im Kampf. Fuck, 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 fuck. Ich kann nicht mehr kämpfen. Das geht einfach nicht. Sorry, du fettes Viech, aber ich kann nicht kämpfen.
Oh je, oh je. Ein Viech, okay, da gibt's keine Munition. Da vorne liegt was Gelbes. Muni! Oh. Okay. Gegen zwei könnte ich es wohl wieder aufnehmen. Das Problem ist, ich habe halt noch einen gehört. Yes. Moment, da war noch was. Ah. Irgendwo lag da noch eine Waffe. Ah, so, ich bin dran vorbeigelaufen.